Love, Peace and Harmony. Unter diesem Motto stand natürlich auch in diesem Jahr wieder das Ancient Trance Festival 2016. Ja, wir haben natürlich die letzten drei Tage immer so ein bisschen vom Festival berichtet und ja, auch am letzten Tag tun wir dies zahlreich. Bitte beachte diesen glorreichen Special Effekt unserer Seifenblasenmaschine. Ja, und wir sind ready. Los geht's in diesem Sinne. Wir gucken, was ist. Los geht's. Ja, und als erstes führte es uns an Tag 3 des Festivals vorbei an lustigen Gestalten, thematisch zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, das die ganzen letzten drei Tage unter dem Motto Save the Nature präsent war. Das Ancient Trance Festival könnte man auch als Green Event bezeichnen. Hier ist eine Recyclingstation, zumindest ist hier erklärt, wie man damit umgehen sollte mit Müll in Bezug auf Mülltrennung, Recycling. Zum Beispiel sollte man keine Kippen einfach liegen lassen. Genau. Weiter geht's ins sogenannte Spirit Area zur Trommelwerkstatt. Ja, was würde man wohl anstellen, wenn man riesen mega ultra Appetit auf ein frisches Smoothie hat, aber der nötige Strom für den Mixer fehlt? Hier die passende Antwort. Ordentlich in die Pedale treten, danach shoppen gehen und schließlich bei der Band Anna.AF ordentlich abgehen. Nach den drei Tagen beim Ancient Trance Festival 2016 ist es doch, glaube ich, mal Zeit, am dritten Tag eine Bilanz zu ziehen und einfach mal die Leute zu fragen, wie es ihnen so gefallen hat. Los geht's! Wer seid ihr denn? Matthäus. Cool. Ihr wart die letzten drei Tage hier, nehme ich an. Ja, ja. Ganz recht. Wer hat euch gefallen? Ja? Ja? Irgendeine Lieblingsband, die aufgestellt ist? White Marmalade. White Marmalade. White Marmalade. Ja. Ah, und hier Anne-Luft. Das nutzt die waren geil. Props an Anne-Luft. Genau. Was wolltet ihr zu Taura so sagen? Schöne Stadt. Ja. Ich kenne sie schon seit ich klein bin. Ja? Kommst du aus Taura? Nee, aber ich bin in Portitz zur Schule gegangen. In Portitz! Die Hälfte meiner Klassenkameraden. Die Hälfte meiner Klassenkameraden kommt aus Taura. Das ist cool. Danke. Ich bin jetzt hier mit der Sarah. Du bist die letzten drei Tage schon da gewesen? Oder heute? Zwei. Okay, wie hat es dir gefallen? Was waren deine Highlights? Was mir gefallen hat? Also ich fand es sehr bunt, sehr reich. Ich fand es ganz faszinierend, so viele wunderschöne und interessante Menschen zu sehen. Ganz viele tolle Anregungen, tolles Essen, tolle Workshops. Ich hatte heute ganz tolle, ich glaube, Acro-Yoga und Healing Area und Booting. Das war super toll. Also ich bin ganz erfüllt und ganz ewig. Okay, was sagst du zu Taucher? Taucher ist für mich eines der interessantesten Orte, die es gibt. Also ich komme aus Leipzig. Okay. Ich wohne in Leipzig. Ja. Und jedes Mal, wenn ich nach Taucher fahre, habe ich das Gefühl, ich bin in einer anderen Welt. Wirklich? Was macht Taucher so besonders in deinen Augen? Also einmal finde ich, die Menschen, die da leben, sehen total anders aus und reden ganz anders als in Leipzig. Ja. Und ich finde ganz interessant die Architektur. Ja, Taucher hat eine schöne Altstadt. Ja, genau. Ja, es ist auch sehr großbürgerlich, was man eigentlich gar nicht denkt, wenn man zum Beispiel die Menschen in der Sprache mal mitmacht. Über 60 Ehrenamtliche und 250 Helfer stellten in den letzten Monaten dieses Festival mit all seinen kunterbunten, magischen und wunderbaren Facetten, was wir und ihr in den letzten drei Tagen hier in Taucher vor den Toren Leipzigs erleben und begleiten durften, auf die Beine. Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen der vielen Festivalbesuchern, die wir in den letzten 72 Stunden kennenlernen durften, bei den Organisatoren, Förderern und ich mich ganz besonders bei meinem wunderbaren Team vor und hinter der Kamera. In diesem Sinne verabschieden wir uns für 2016 vom Ancient Trance Festival und freuen uns auf das kommende.